Willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty The Dark Side. Wir sind letztes Mal stehen geblieben bei Monteville und sind irgendwie verzweifelt, weil wir mit den Quests momentan nicht vorankommen auf der Insel. Von daher habe ich gesagt, werden wir unseren Frust jetzt da an Kommandant Gayard oder Bayard oder Bayard auslassen. Keine Ahnung, ob wir es schaffen. Er scheint sehr stark zu sein. Hat Ritter, hat Paladine, Erzmagier. Und wir werden in dem Fall einen der Wuttränke zu uns nehmen. Um den Kampf mit maximaler Wut zu starten. Und auf geht's! Angreifen! Und geile Musik, die uns motiviert! Und wir probieren so viel wie möglich Erzmagier auszuschalten. Dass die in ihren Kettenblitzangriff da reinballern. Wunderbar, ist schon nur mehr einer. Das funktioniert gut. So, mit den restlichen Truppen bleiben wir jetzt da hinten vorerst einmal. Dann machen wir eine dunkle Wolke oder einen Orkschlag oder sogar Flamme der Leidenschaft. Nö, wir machen eine dunkle Wolke da vorne rein. Ja, mit den Vampiren momentan Verteidigungsstellung, bis er mal da in bedrohliche Nähe kommt. Wenn er meint, er kann sich da hinten einbunkern, dann ist es ein Irrglaube, weil da wird er mit Magie niederbombardiert. Der gute Kommandant. Runde 3! Feuerball Nummer 3! Und zwar so! Wumms! Feuerball Nummer, was sind wir denn? Runde 4. Feuerball Nummer 4. Bam. Schön. Aladdin, tschüss. Rennt blind einfach auf uns zu. Dann ihr eliminiert das da. So, Nummer 4 Paladine. Whistler darf ihn eliminieren. Den guten Bejahrt. Stark geworden ihr seid, mein Freund. Vorher keine Chance gegen ihn gehabt und mittlerweile radieren wir ihn völlig aus. Level up für Whistler, oder? Ja, sehr schön. Was nehmen wir denn? Wir haben jetzt mittlerweile 19 Wut, was wir glaube ich haben können. Das ist alles schon wieder schlecht. Genial. Schaden bei Verbündeten erhöht Schaden an Verbündeten. Warum will ihr das, dass der Schaden an Verbündeten erhöht wird? Verstehe nicht. Erhöht die Lebensdauer. Ja, mach mal lieber die Lebensdauer. Kommandant Bayard ist tot. Jetzt wird er dich nicht mehr davon abhalten können, in die Königsburg zu gelangen. Jaha! Dann frischen wir da noch kurz unser Mana auf. Sehr schön. Und jetzt gibt's da nur mehr die Burg. Etwas stärker. Aber ist es wirklich etwas stärker? Ihr gesagt, selbes Prinzip. Wuttrank. Verwenden. Und ab geht's. Aha, da kann man jetzt gar nicht kämpfen. Prinzessin Sally. Hallo, sprecht leise, damit Papa euch nicht hört. Wie lautet euer Name? Ihr seid ein Abenteurer, oder? Mein Name ist Dirt. Ich suche keine Abenteuer. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Für euch bin ich nur ein Bösewicht.
Aber ihr habt scharfe Reißzähne und intelligente Augen. Es stört euch sicher nicht, an ein oder zwei Abenteuern teilzunehmen, oder? Ich suche nach einem passenden Bösewicht, der Abenteuer und andere abscheuliche Dinge gewöhnt ist. Wollt ihr euch etwas Geld verdienen? Ich habe euch bereits gesagt, dass ich andere Dinge zu tun habe. Sucht euch einen Bösewicht, der weniger zu tun hat. Aha, da könnte man aber eventuell eine Aufgabe annehmen. Schauen wir mal. König Theodor der Sechste. Wer seid ihr? Wie seid ihr hierher gekommen und was wollt ihr? Oh, Lichtmenschen dürfen die Königsburg nicht betreten. Eure Antwort gefällt mir gar nicht. Ich werde die Wachen rufen. Mein Name ist Dart. Ich habe keine Angst vor euren Wachen. Stimmt es, dass der Kopf des Drachen die Hälfte des Königreichs wert ist? Ja, der Held, der den Drachen besiegt, bekommt die Hälfte meines Königreichs und meine Tochter zur Ehefrau. Das gilt jedoch nicht für euch, da ich mit Nichtmenschen keine Geschäfte mache. Ich, Viscount de Souvignon, werde mir die Belohnung holen. Ich bin von hoher Geburt berühmt und brauche das Geld. Also, Eure Majestät, ihr werdet euer Wort halten und mir die Hälfte des Königreichs überlassen müssen. Ich mag euch nicht, de Souvignon. Ich habe euch sogar verboten, euch der Königsburg zu nähern. Aber niemand kann behaupten, dass der König nicht zu seinem Wort steht. Wenn ihr den Drachen besiegt, werde ich euch die Hälfte des Königreichs und meine Tochter, Prinzessin Selly, zur Frau geben. Ich gehe, aber ich werde bald zurückkommen. Aha, das soll mir jetzt also wirklich den Drachen töten und mir meinen Krampfschild anscheinend erhalten und einen Wuttrank sinnlos vergeudet. Aber der gibt so wie Salz im Meer. Von da ist es eh nicht so wertvoll. Da haben wir zwei Verteidigungen, Angriff und Schaden durch Angriffe gegen Schilde. Okay, das klingt ja wesentlich besser. Was ist das da oben eigentlich? Kommt da auch noch so ein Begleiter rein? Können wir mit Selly sprechen, mit ihm sprechen? Nö, der hat nichts Neues zu sagen. Hat sie irgendwas Neues zu sagen? Nö. Was sagt der Quest? Trifft den Drachen. Der König von Bordet hat die dunklen Truppen stark dezimiert. Er erweitert sein Gefolge auf Vampirjäger und Dämonenkämpfer. Du musst Theodor den Sechsten stürzen und einen Thronfolger finden, der darauf erpicht ist, mit der Dunkelheit zusammenzuarbeiten. Ja, trifft den Drachen. Da fällt mir jetzt nur die eine Insel ein. Diese Dracheninsel, aber keine Ahnung, ob das ist, wo wir hin müssen. Schauen wir mal, erkunden wir ein wenig wieder Portland. Irgendwie hat es ja niemanden gestört, dass wir da Bayard jetzt eliminiert haben. Da ist jetzt einfach von uns ausradiert worden, direkt vor den Augen des Königs und der Prinzessin, aber naja, geht's mal an Drachen töten, dann gebe ich euch die Hälfte meines Königreichs. Hat der Hauptkommandant irgendwie gestorben. Pech. Bisschen blöd gelaufen, aber mein Gott. Was soll man denn machen? Ah, da kann man raufgehen bei dem Berg. Okay. Unglaublich. Ein blasser Vampir ist ohne meine Hilfe in meine Höhle gekommen. Soll ich euch einfach so auffressen? Ich bin Onkologin der Schwarze. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Ich bin hungrig. Draußen ist es einfach nur langweilig. Leider fresse ich keine Untoten, das stimmt. Aber das hättet ihr nicht wissen können, also wart ihr sehr mutig, einfach reinzuspazieren. Von Untoten bekomme ich immer Krämpfe. Schmackhaftes Menschen, königliche Wachen und edle Ritter ignorieren meine Höhle und mich. Ich weiß nicht warum, irgendwie tut mir das weh, da ich natürlich immer glücklich bin, sie zu sehen. Der König hat ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt, Drache. Der König hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Das ist ja wunderbar. Bald kommen die Ritter und Wachen angelaufen. Ich danke euch für diese wunderbare Nachricht. Es war schön, euch kennenzulernen. Ihr könnt mich jederzeit besuchen. Bis dann, Drache. Es war schön, euch kennenzulernen. Wartet. Ich habe es mir anders überlegt. Ich sollte euch doch auffressen. Ich werde es wahrscheinlich nicht genießen. Aber ich muss irgendwie gegen diese Langeweile ankämpfen.
Rein theoretisch gesehen sind Krämpfe auch eine Art der Unterhaltung. Dann wettet mit mir. Wenn ihr mich in einem fairen Kampf besiegt, dann könnt ihr mich auffressen. Solltet ihr verlieren, dann müsst ihr meinen Wunsch erfüllen. Danke für die gute Idee. Es ist immer schön, vor dem Essen mit einem neuen Freund zu reden und von Dingen zu träumen, die nie sein werden. Ich, der gegen einen verirrten Vampir verliert zum Beispiel. Dann lasst uns kämpfen. Ein einzelner schwarzer Drache und er ist Stufe 10. Na gut, das kriegen wir aber hin, weil wir haben ja schon gegen 3. Moment, wie weit können die fliegen? Tempo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der kann immer die ganze Länge fliegen. Das schafft einfach immer. Kann ein Orkschlag ihn instant töten? Leider Gottes nicht. Naja, mach mal eine Seuche. Wir werden jetzt verlieren, weil er definitiv einen Angriff macht. Oha, und sogar Feuerpfeile benutzt. Aber zumindest nur billige Kobolde. Okay, also ein einzelner schwarzer Drache ist jetzt nicht die große Herausforderung. Ich kann nicht glauben, dass ihr mich besiegt habt. Unvorstellbar. Ich träume wahrscheinlich, es gibt keine Erklärung für das, was gerade passiert ist. Akzeptiert es, Drache, und haltet euren Teil unserer Abmachung ein. Das ist schrecklich, ja sogar unglaublich. Aber ich stimme euch zu. Eine Wette ist eine Wette. Was wünscht ihr euch? Ich muss wissen, wo ich viele Dracheneier finden kann. Rote, schwarze und blaue Dracheneier. Jetzt bin ich aber in einer Zwickmühle. Einerseits kann ich dieses strategisch wichtige Geheimnis nicht verraten, andererseits muss ich die Bedingungen der Wette erfüllen. Könnte ich euch vielleicht ein anderes Geheimnis anvertrauen? Nun versucht es doch. Alle wissen, dass Drachen nicht gezähmt werden können. Ich denke, das wisst ihr auch. Doch niemand weiß, dass junge Drachen so leicht beeinflussbar sind, dass sie sich in die erste menschliche Prinzessin verlieben, die sie sehen. Sie verbringen sogar ihr ganzes Leben mit der Prinzessin. Und was hilft mir dieses nutzlose Geheimnis? Ihr solltet dieser Neuigkeit viel ernster entgegenblicken. Nehmt die Nachricht auf und denkt darüber nach, vielleicht diesmal sogar mit eingeschaltetem Hirn. Wenn wir eine Streitmacht aus verliebten Drachen erschaffen können, dann gäbe es in der ganzen Welt von Netana keine würdigen Gegner mehr. Wenn wir diese Sache ordnungsgemäß in Unterschlupf arrangieren, dann können wir massenhaft Truppen ausbilden. Hey, gute Idee! Ich bin froh, dass ihr mich versteht. Wenn wir den Drachen überreden, unsere Wünsche zu erfüllen, dann können wir die Truppen herstellen, die dieser Unterschlupf braucht. Wir müssen uns mit dem Drachen anfreunden. Ja, das müssen wir. Mit wem sprecht ihr da draußen? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich möchte mit euch befreundet sein. Was hält ihr von der gemeinsamen Produktion eurer Truppen, die aus jungen Drachen bestehen? Niemals! Ich habe bereits einen eurer Wünsche erfüllt. Den Rest werde ich nicht erfüllen. Ich habe euch sonst nichts versprochen. Wenn ihr mit mir befreundet sein wollt, dann bringt mir eine Prinzessin. Sie zu sammeln ist mein Hobby. In Ordnung, ihr sollt eure Prinzessin haben. Helft mir einfach, den König zu täuschen. Ich soll vorgeben, von euch komplett vernichtet worden zu sein? Das ist einfach. Ich kann meine Höhle für eine Weile verlassen, sodass mich die Menschen nicht sehen. Ich kann euch einen Zahn von mir geben, der mir kürzlich ausgefallen ist. Sagt ihnen, das sei eure Trophäe. Danke sehr, Drache. Bis bald. Reden wir das nächste Mal mit dem König und der Prinzessin? Geben ihnen dann den Drachenzahn und ja, vielleicht kriegen wir dann die Hälfte von Portland, können dann den Cabernet Sauvignon einsetzen, da den Ritter mit gutem Weingeschmack, dass der dann da Portland übernimmt. Und dann vielleicht sogar den König ausrotten und Portland dadurch dann vielleicht abschließen. Und mega genial wäre noch, wenn sich der Drache eben uns anschließt und wir dann Drachen sogar kaufen können im Unterschlupf. Aber all das von diesen wahnsinnigen Ideen, die wir da gerade haben, erfahren wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.